Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Ich habe heute für euch Frikadellenrezept und zwar mit grünen Linsen. Oder sind das braune Linsen? Wir sagen grüne Linsen, aber auf alle Fälle mit Linsen und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen eine große Zwiebel, eine kleine Schale Paniermehl, ein Ei, ein bisschen frischen Pfefferminz, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver, halben Bund frische Petersilie, so 2-3 Lauchzwiebeln. Dann brauchen wir natürlich braune Linsen. Diese habe ich schon mal vorgekocht und das Wasser abgegossen. Das Ganze wird einfach mit den Linsen vermischt. Diese Frikadellen schmecken richtig lecker, besonders für die Kinder ist das natürlich auch sehr gesund. Das Ganze wird einfach mit den Händen geknetet, so wie man auch normale Frikadellen vorbereitet. Dabei werden die Linsen einfach mit den Händen zermatscht, dass die Konsistenz auch so wie normale Frikadellen wird. Damit das Ganze auch bindet, habe ich dann so ungefähr 4 Esslöffel Wasser und 1 Esslöffel Mehl hineingegeben. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Olivenöl hineingeben und dann nochmal kneten. Ich habe dann aus der Masse meine Frikadellen vorbereitet und die werden dann in reichlich Öl frittiert. Wie groß die Frikadellen vorbereitet werden oder die Form überlasse ich natürlich euch. Ich habe meine Frikadellen rund vorbereitet und dann ein bisschen mit den Händen angedrückt. Was ihr dazu servieren möchtet, ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt einen Reis dazu machen, Tzatziki würde super passen oder Pommes. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachfrittieren oder Nachbacken und sage Tschüss bis zum nächsten Video.